Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, mein Hörstel-Video, was eigentlich gar nicht über den Hörstel ging, sondern halt über die deutsche Mitte oder überhaupt diese Neugründung oder diesen ganzen Hin und Her, hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Da habe ich schon ordentlich mit den Ohren geschlackert oder wie man das auch immer nennen mag. Jetzt flippe ich mal gleich aus hier. Aber ich möchte hier einfach mal so eine grobe Watschen verteilen. Also wirklich recherchieren, das ist ja weniger wie 5%. So, keine Ahnung, was ich mit dem Material mache. Ich sehe aus. Ich hatte ungefähr gerade einen Niesanfall. Ich habe gerade eine ganze Packung Taschentücher weggemacht und wollte eigentlich mit euch über mein letztes oder vorletztes Video über die neue deutsche Mitte sprechen. Naja, eingeschlagen hat es. Mich freut es natürlich, weil es hauptsächlich positives Feedback gab. Auch wenn ich da vielleicht schon auch mal die ein oder anderen klaren Worte treffe. So, ich denke mal, eins ist klar, ich will ja eh keinem was Böses. Ja? Ich will einfach nur vielleicht dem einen oder anderen einen Spiegel mal vorhalten. Oder vielleicht irgendwo mal so ein bisschen am Vorhang zupfen. Ja, sodass vielleicht auch mal ein Blick hinter einen Vorhang gelingt. Vor allem, wenn er halt sehr billig angebracht wurde, dieser Vorhang. Und so, jetzt müssen wir schauen, wie das hier mit den Lichtverhältnissen ist. Aber ich habe mir gedacht, so eine Tunnelfahrt kommt ja auch cool. Mir liegt eigentlich ganz viel auf dem Herzen. Und zwar habe ich ein Riesenthema mir eigentlich vorgenommen. Und nachdem ich jetzt die Hälfte der Autofahrt hier schon mit Niesen verbracht habe. Aber mein Thema ist eigentlich, dass es mir so vorkommt, als wäre im Moment so ein regelrechter Boom mit dem Geschäft oder dem Businessmodell alternative Wahrheit. Ja? Keine Ahnung, ob ich mich selbst überhaupt dazu zählen würde. Ich neige ja wirklich dazu, mir eher das Etikett des Entertainers aufzuschreiben als irgendwas anderes, denn ich brauche mir nichts einbilden. Ja. Ich kann euch eigentlich nur unterhalten. Das heißt, eure Freizeit oder die Zeit, die ihr jetzt vor YouTube verbringt, um mir zuzusehen, ja, die soll vielleicht schon auch informativ sein auf der einen Seite, aber in erster Linie wollt ihr euch doch einfach nur amüsieren oder unterhalten. Das ist ja gar nichts Negatives. Ja. Mich unterhält ja auch ein interessanter Vortrag. Also auch Wissen kann unterhalten. Aber ich sehe mich jetzt halt überhaupt nicht sowas wie als Journalist oder irgendjemand, der jetzt hier richtig tief anfängt zu graben. Ja, oder wenn, dann sehe ich mich eher noch jemand, der irgendwo ganz speziell mal anfängt zu graben. Aber ich möchte hier einfach mal so eine grobe Watschen verteilen. Wenn ich mir so diese YouTube-Wahrheitsbewegungslandschaft-Szene in Deutschland anschaue, ja, dann sind die, die wirklich, also wirklich recherchieren, das ist ja weniger wie 5%. Der Rest ist ja eigentlich nur am Wiederkauen und die harte Arbeit, Aufklärungsarbeit, besteht ja eigentlich nur darin, so an der Oberfläche irgendwie so im Internet zu kratzen, also bloß nicht tiefer wie 2 Klicks irgendwo und schon gar nicht das Haus verlassen, ja, auf jeden Fall nirgendwo tiefer eindringen. Und dann geht es eigentlich nur darum, umso spektakulärer die Meldung ist oder die alternative Wahrheit, ja, umso schneller raus damit, um halt viele Klickzahlen und Aufmerksamkeit damit zu generieren. Aber es geht halt sicherlich nicht darum, sich jetzt irgendwo besonders viel Mühe zu geben, ein Thema zu recherchieren. Ja? Und ich denke mal, da sind beide Seiten, sollte man da mal beleuchten. Auf der einen Seite jetzt mal die Content-Ersteller, die eigentlich gar kein Interesse an einem eigenen Thema oder einer eigenen Recherche haben, sondern da wird halt geschaut, was zieht gerade im Moment gut, aha, wen könnte ich mir da in die Sendung holen, mit wem könnte ich da ein Interview machen, oder wo könnte ich mich in eine Sendung einsneaken, um noch ein paar Abos zu bekommen. Und das ist eigentlich in meiner Auffassung nach so die Hauptausrichtung der meisten. Ja? Denn man muss ja auch nochmal hinschauen, wer ist denn wirklich primäre Quelle für echten Content? Ja? Die meisten von euch zitieren doch dann auch nur wieder irgendwelche anderen Bücher, irgendwelche Artikel oder basteln sich aus irgendwas zusammen. Ist ja auch vollkommen okay, ja. Ist ja auch wichtig, dass so Zusammenhänge erschlossen werden.
Aber das ist halt bei Weitem jetzt nichts, was ich unter investigativ verstehen würde. Ja? Das heißt, auf der einen Seite, auf der Anbieterseite, wird er natürlich erkannt, dass damit auch mittlerweile Geld gemacht werden kann, dass ein Riesenmarkt für diese alternative Wahrheit vorhanden ist. Und dann erzählt man ein bisschen was von Freimaurer, ein bisschen was von Kinderficken, ein bisschen was von, keine Ahnung, 9/11 oder was weiß ich. Und schon hat man halt das nächste News-Wahrheitsportal, YouTube-Channel eröffnet. Und ja, so wird halt dann um die Marktanteile gekämpft, ja, um die vorhandenen. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen neuen Markt, eben das, was bei den Massenmedien jeden Tag so wegfällt. Ist einfach so. Ja, ich kann euch sagen, ich mache da auf jeden Fall nicht mit. Also ich habe keinen Bock, euch jetzt irgendwelche alternativen Wahrheiten zu verkaufen, weil umso mehr ich mich mit der Wahrheit beschäftige, umso mehr wird mir klar, dass ich euch diese Wahrheit, die ich finde, gar nicht verkaufen kann. Ja. Es gibt schon einen Unterschied zwischen Wahrnehmung und Wahrheit. Wahrheit ist für mich das, was ist. Das ist die Realität. Und da muss ich aber ehrlich sein, da kann ich eigentlich nur von Wahrheit sprechen, wenn ich das wirklich first person, ja, real life miterlebt habe. Alles andere sind ja dann doch auch wieder Interpretationen einer Wahrheit, die ich konsumiere, die ich dann auch wiederum interpretiere. Also kann das gar nicht zu 100% die Wahrheit sein. Also ich könnte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, irgendein Buch lesen und euch dann zu erzählen, das ist die Wahrheit. Ja? Das machen aber viele, das machen viele. Das heißt, ich kann eigentlich wirklich nur von einer Wahrheit erzählen und das ist die Wahrheit über mich. Das ist meine Geschichte, das ist mein Leben, das sind meine Erfahrungen und die kann ich ernsthaft mit euch teilen. Das meine ich auch ernst. Und da kann man dann auch von einer Wahrheit sprechen. Alles andere wäre für mich zu weit aus dem Fenster geholt. Ja? Und jetzt schaut doch nochmal an, wer hier wie viel zur Wahrheitsfindung beiträgt. Ja? Ich möchte sogar noch weiter gehen und sagen, so ein paar von euch haben es ja wirklich nur auf Spenden und auf Finanzierung ihres Contents abgesehen. Und das merkt man, ja, das merkt nicht nur ich. Und euch wünsche ich, dass euch die Abos verloren gehen und dafür meine anwachsen und ich euch zeige, dass es eben auch anders geht. Das wird mein großes Ziel für 2018, dass ich alle anderen YouTuber in den Schatten stelle. Jetzt habe ich mich ganz schön aus dem Fenster gelehnt, war. Ja, jetzt sind wir schon so im Osten, nee, im Westen von München. Ich war hier auf dem Mittleren Ring vielleicht mal kurz als Info. Das ist so eine Stadtautobahn-ähnliches Konstrukt. Da darf man 60 fahren. Ich fahre übrigens gerade nur 57, weil es nicht schneller geht. Also kommt mir nicht mit du Raser und solchen Sachen. Aber kommen wir nochmal zurück zur alternativen Wahrheit. Ja? Wenn wir uns diesen Markt anschauen, dann haben wir natürlich auf der einen Seite die Anbieter, die erkannt haben, dass es nicht darum geht, wer ist jetzt der Investigativste, wer bringt jetzt hier den best recherchiertesten Content oder wer meint es denn am ehrlichsten, sondern es geht darum, wer hat eigentlich die interessantesten Themen, wer hat auch die Skandale auf seiner Seite. Wer spielt vielleicht auch mit dem Thema Angst am besten? Ja? Und darum geht's. Schaut es euch einfach an, wer was macht. Ja? Und wenn wir uns die andere Seite anschauen, und das ist, wo ich natürlich auch den Zuschauer direkt ansprechen kann, aber natürlich nicht die, die so cool sind und auf meinem Channel abhängen. Weil ihr seid ja nicht hier, weil ihr nichts Besseres zu tun habt, sondern weil ihr verstanden habt, wie ich das halt meine. Deswegen muss ich euch mal auf jeden Fall loben. Aber die ganzen anderen ziehen sich ja auch diese alternativen Wahrheiten rein. Ja? Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, die sind doch teilweise süchtig nach alternativen Wahrheiten. Und nachdem kaum jemand sich auf die Suche nach der Wahrheit zu der Gegenwart ist, nämlich zu dem, was ist, sondern fast alle immer nur nach irgendeiner Wahrheit aus der Vergangenheit suchen, die mich zum Beispiel schon gar nicht mehr interessieren, denn ich habe erkannt, dass es anstrengend genug ist, die Wahrheit im Hier und Jetzt zu erkennen. Und wenn ich mich dann die Hälfte meines Tages mit irgendwelchen historischen Wahrheiten beschäftige, so, dann fehlt mir einfach die Zeit für die Gegenwart. Ja? Aber ich möchte einfach ganz klar sagen, ich bin der Meinung, so wie man auch vielleicht nach Hartz-IV-TV süchtig sein kann, sind einige da draußen süchtig nach alternativen Wahrheiten. Und wenn man halt dann den einen YouTube-Channel wieder komplett durchgeschaut hat, dann muss dann der nächste halt herhalten. Ja? Und wenn ihr dann auch noch mit eurer Zeit nichts Anständiges anfangt und nur daheim flappt und nur im Internet rumgammelt und euch wahrscheinlich alle 4 Stunden selbst befriedigt,
ja, dann ist es klar, dass da schon auch viel Angebot einfach verschlissen wird. Denn es ist ja eh umsonst. Ja? Das heißt, man hängt den ganzen Tag vor der Glotze und zieht sich ein YouTube-Video nach dem anderen rein. Und dadurch entsteht natürlich dann auch ein Bedarf an Content oder an YouTubern, die man halt dann einfach mal durchschauen kann. Dass man halt dann 2 Jahre seines Lebens mit YouTube-Video schauen verbracht hat, um im Endeffekt effektiv Informationen zu erhalten, die vielleicht in einer Stunde auch komprimiert zusammengepackt werden können oder hätten werden können. Keine Ahnung, in was für einer Zeit ich mich gerade befinde in diesem Satz. Das fällt aber dann gar nicht auf. Ja? Das heißt, wenn wir da eine Veränderung wünschen, dann kann ich natürlich auf der einen Seite sagen, ich biete jetzt entsprechenden Content an, ich kann ein Angebot machen. Ich muss aber dann vielleicht auch was dafür tun, wenn ich das ernst meine, das ist meine Überzeugung. Und auf der anderen Seite, ja, solange die Leute sich natürlich auch jeden Scheiß reinziehen und jedem Dreck ihre Aufmerksamkeit schenken, dann werden sich natürlich auch immer wieder irgendwelche Spasten wichtig machen und als der Heiland aufführen, weil ihr sie zu dem macht. Ja, weil ihr diese Aufmerksamkeit und diese Reichweite diesen Leuten gebt. Das ist einfach für mich Fakt. Ja. Naja, und so ist es halt mit dieser alternativen Wahrheit. Und ob das jetzt irgendwie ein alternatives Heilmittelchen ist, ich zitiere den Heilstein gerne, oder irgendeinen Luftionisierer, der dich länger leben lässt, das ist genau die gleiche Rotze, wie wenn ich dich jetzt auf ein teures Seminar einlade, um dir dann den Sinn deines Lebens zu erklären. Ja? Oder. Das ist alles die alternative Wahrheit. Ja, und ihr seid da, oder schaut raus, einige sind süchtig danach. Also die alternative Wahrheit geht mir auf jeden Fall am Arsch und ich bin der Meinung, vielleicht 5-10% meinen das ernst und die anderen springen da einfach nur auf einen Train auf einen Trend und wollen eigentlich nur ein Stück vom Kuchen abhaben. Und entweder sind es Spenden, entweder ist es Geld oder es ist einfach nur Aufmerksamkeit, die man zu Hause nicht bekommt, weil man sonst eben nichts zu sagen hat und die Leute einem nicht zuhören. Ja, und das versucht man dann eben im Internet zu kompensieren. Lustigerweise kann ich natürlich auch sagen, die ganzen Dinge treffen natürlich in irgendeiner Form auf mich auch zu. Ja? Gar keine Frage. Nur ich habe mir halt vorgenommen, ich gehe da halt ganz offen damit um. Ja, wir machen das jetzt einfach. Alle reden ja immer nur von, oh, ich bin so transparent und so authentisch. Aber das will ich euch jetzt mal zeigen, was das wirklich bedeutet. Ja? Und ich bin insofern auf dem Film, dass ich jetzt mir wirklich gedacht habe, eigentlich hat es angefangen, als diese ganzen Liberalalas umgefallen sind und jetzt die AfD-Fahne geschwungen haben, da habe ich mir gedacht, nein, ich kann das Feld doch nicht einfach so räumen. Ich muss mich da doch noch ein bisschen austoben und ein bisschen Spaß haben. Ja? Das Ganze hat mich dann auch ein bisschen motiviert, so die letzten Monate und Wochen. Und jetzt bin ich wirklich der Meinung, also bevor irgendwelche anderen Idioten mit 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12.000 Abos YouTube unsicher machen und wie Rattenfänger die Leute zu ihrer alternativen Wahrheit bringen, um ihnen dann in irgendeiner Form was aus den Taschen zu leiern, da werde ich doch ein Angebot machen. Ja, mein Angebot ist, ihr bekommt einen Scheißdreck von irgendeiner Wahrheit. Ihr bekommt einfach nur meine ganz persönliche Geschichte, meine Meinung. Ich werde nichts aufklären. Ich werde mir nicht vornehmen, irgendwas Krasses zu machen. Ich mache einfach nur das, was ich einfach immer mache, dass ich einfach ehrlich bin und auch offen sein kann, weil ich einfach nichts zu verbergen habe. Ja? Und ich möchte all denen, die durch Unterstützung oder durch Spenden sich selber gerne mal ein gutes Gefühl machen, so nach dem Motto, da habe ich doch jemanden jetzt was Gutes zukommen lassen, da kann ich doch stolz auf mich sein. Euch würde ich auch gerne einfach ein Angebot machen, dass ihr mich zukünftig auch finanziell supporten könnt. Ich möchte gar nicht das Wort unterstützen verwenden, denn ich sage es hiermit ganz klar und offen, ja, ich nehme eure Spenden, ich nehme sie gern, aber ich brauche nichts. Ja, ich brauche keinen Support, ich brauche kein Equipment, ich bin nicht bedürftig. Meine Existenz, mein Leben sind finanziell so aufgestellt, dass ich keinen einzigen Cent für irgendwas brauche. Ja, und daran wird sich auch nichts ändern. Ja, was man natürlich machen kann, und das ist jetzt der springende Punkt, dass ich mir natürlich schon auch denke, wie kann ich meine Fähigkeiten und Fertigkeiten, ja, wie kann ich das, was mir Spaß macht, am besten für mich einsetzen, total egoistisch. Ja, und ich bin halt gern so ein bisschen der Erzähler
auch der kritische Fragensteller, derjenige, der mal so den Finger in die Wunde steckt. Und ich präsentiere mich natürlich gern selber, dann mache ich noch ein bisschen Musik nebenbei. Was weiß denn ich? Und da passt natürlich einfach so das Ausleben auf YouTube für meinen Gehirnsenf. Das passt da eigentlich ganz gut als Konzept dazu. Ja, und deswegen, warum nicht auch dafür belohnt werden? In meinem Fall ist es halt so, dass ich euch überhaupt nichts verspreche, ihr nichts erwarten dürft. Wer mir spendet, hat keinen Anspruch auf irgendwas. Und ich werde das Geld auch nicht für irgendwelche sinnvollen Sachen, für irgendwelches Equipment oder irgendwas investieren, sondern wer mir spendet, macht es einfach nur, weil er will, dass ich mehr Spaß und Freude habe. Ja? Hoppala. Und das muss man sich natürlich leisten können. Ja, das ist, ich habe es auch auf meiner Website geschrieben, das ist Luxus für beide Seiten. Ja, Spenden sind auf jeden Fall Luxus für beide Seiten. Und wenn ihr einfach Bock habt zu geben, weil ihr ein Gönner seid, dann habt ihr ab jetzt die Möglichkeit, mir auch zu spenden. Ich nehme natürlich auch Bitcoins. Und wenn dann da mal ein ordentlicher Batzen zusammen ist, dann werde ich das Geld mal schön verprasseln, vielleicht ein Video davon machen, vielleicht fliege ich auch in Urlaub. Es gibt so viele Dinge, die für mich total sinnvoll sind, aber sicherlich nicht für euch. Aber wenn ihr spendet, dann spendet ihr ja, weil ihr einfach gerne gebt und nicht, weil ihr irgendeine Erwartungshaltung habt. Ja, und bevor ihr irgendwelchen anderen Rotzlöffeln spendet, könnt ihr doch mal mir spenden. Aber wie gesagt, ich will überhaupt kein Geld von jemandem, der sich das absparen muss. Ja, wenn du nicht irgendwo Geld rumliegen hast, was dir eh nicht wehtut, gib mir auf jeden Fall kein Geld, sondern gib es lieber deinen Verwandten oder deiner Nachbarschaft oder irgendwem, der bedürftig ist. Und wer mir spendet, so, der muss einfach wirklich Bock drauf haben. Ich habe überall Rotze, jetzt habe ich keine Taschentücher mehr, schon alles weggeschneuzt. Der muss wirklich Bock drauf haben. Und dann wird das auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und wenn euch das interessiert, ich habe bei mir auf meiner neuen Website, die ihr euch natürlich auch mal anschauen könnt, manuelmind.de, da habe ich mir eine Unterseite mit dem Menüpunkt Support eingerichtet. Da erkläre ich nochmal ein bisschen, um was es geht. Ich habe mir auch ein paar Specials überlegt. Das heißt, wenn jemand 50 Euro spendet, mache ich ein 10-Minuten-Video exklusiv für den zu einem Thema seiner Wahl. Das Video gehört dann auch dem Spender. Für Spenden ab 100 Euro werde ich eine Stunde Online-Seminar umsonst geben oder Beratung oder was weiß ich. Da kriegt man auf jeden Fall eine Stunde meiner Zeit exklusiv im Vier-Ohren- oder Augengespräch. Und dann habe ich mir noch überlegt, wenn man es wirklich dicke hat und sich denkt, Alter, der Manuel ist so eine coole Sau, ich will, dass der mehr Spaß hat im Leben. Natürlich könnt ihr mir auch 1000 Euro oder mehr spenden. Und da habt ihr auf jeden Fall einen Meet and Greet mit mir verdient. Ja, das heißt, dann können wir uns auf jeden Fall mal treffen, können ein bisschen von der Kohle zusammen ausgeben. Besser wäre es aber natürlich, wenn ihr mich dann auch noch einladen würdet. Sonst muss ich ja das Geld wieder ausgeben. Aber für 1000 Euro Tagessatz, theoretisch, ja, ist ein fairer Deal. Ja, bekommt man auch noch was. Aber das ist natürlich ganz unverbindlich. Das sind halt Sachen, die werfe ich jetzt so in den Raum. Aber eigentlich habt ihr nichts zu erwarten. Ja? Und ich denke, das ist ein ganz faires Angebot, wenn ich einfach hier sage, hey, ihr könnt mir spenden, aber ich mache das eigentlich nur, um mich ganz persönlich und privat zu bereichern. Hier wird keine Community aufgebaut, hier wird gar nichts gemacht. Ich habe halt einfach vielleicht mehr Zeit, die ich dann in so Videos stecken kann. Das ist ganz klar. Aber vielleicht mache ich das auch nicht, weil ich so viel Kohle dann habe, weil ich Millionär werde. So ein Schwachsinn natürlich. Aber warum nicht? Sehen wir das doch mal als Versuch, wie gut man wirklich mit Ehrlichkeit und Wahrheit umgehen kann. Ja? Und dann hoffentlich wird es in den nächsten Tagen auch einen kleinen Shop bei mir geben. Da kann man sich dann... oh Gott, jetzt habe ich mich verfahren. Nee, oder? Oh Gott, glaube ich, ich habe mich verfahren. Ich muss ja zum Arbeiten. Vor lauter Labern... Oh Gott. Oh Gott, jetzt fahre ich irgendwie auf die Autobahn. Schaut nicht gut aus. Na naja, egal. Naja, auf jeden Fall, so geht's ab. Mir ist natürlich auch klar, um diesen Versuch hier jetzt mal auf YouTube ein bisschen Gas zu geben, das habe ich ja schon 100 Mal gesagt, aber irgendwie hat es mich ja dann auch immer so ein bisschen gebremst. Ja? Immer war da sowas dabei, wo ich mir gedacht habe, nee, ach scheiß doch drauf. Naja, mal gucken, ob es diesmal anders wird. Ich muss mich jetzt konzentrieren, weil ich mich jetzt ernsthaft verfahren habe. Ich bin jetzt ganz im Norden von München, würde jetzt schon wieder aus der Stadt rausfahren. Muss jetzt natürlich hier auf der Autobahn erstmal zur nächsten Ausfahrt kommen. Das Ganze hat mir jetzt locker 10 Minuten gekostet. Aber was mache ich nicht alles für meine Fans? Ja?
Und ich melde mich auf jeden Fall bald wieder, denn jetzt geht's los. Ciao. Geht's mir gut. So geht es mir so gut. Ja, ja.